Der DAX kämpft, er würde gerne die 16.000 Punkte nachhaltig erobern, aber er schafft es nicht und die FED-Protokolle, die helfen ihm dabei auch nicht. Was bewegt die Märkte, das besprechen wir jetzt und bei mir ist Max Winke, XTB-Marktanalyst. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Hallo. Der DAX kämpft am Donnerstagmorgen weiter, aber er verliert ein wenig. Wer hat denn jetzt die Oberhand, die Bullen oder die Bären? Also in dieser Woche hat der DAX ja seine Rallye erstmal unterbrochen. In der vergangenen Woche hatten wir ja bei drei aufeinanderfolgenden Handelstagen neue Rekordstände erreicht. Deswegen würde ich sagen, dass meiner Meinung nach auch eine gewisse Verschnaufpause auch angesagt ist. Aber in dieser Woche gibt es eigentlich hauptsächlich Ausschläge nach unten und nach oben und keinen wirklichen richtungsweisenden Impuls. Und fundamental lässt sich das aber auch ganz gut erklären. Wir haben die Sorgen um die Corona-Delta-Variante, wir haben die Unruhen in Afghanistan und auch einige Daten waren relativ schwach, wie beispielsweise die Einzelhandelsumsätze. Ob der DAX sich jetzt nochmal fangen kann und angreifen kann in dieser Woche für den zweiten Anlauf auf die 16.000-Punkte-Marke oder ob wir dann nochmal Verkaufsdruck sehen Richtung 20- oder 50-Tage-Linie, das wird sich dann in den nächsten Stunden entscheiden. Wir kommen ja jetzt auch eher in schwächere Monate nochmal, also in den Sommer und dann kommen erst wieder die stärkeren Monate. Heißt das, wir müssen vielleicht noch ein bisschen warten, bis der DAX wieder nach oben geht? Also Rekordstände haben wir jetzt auch während des Sommers gesehen. Das ist etwas, was jetzt auch nicht unbedingt überrascht hat, aber womit man auch rechnen konnte, waren eben diese erneuten, ja, sage ich mal, Gewinnmitnahmen und dieses mangelnde Momentum. Aber ich denke, das könnte sich dann nach der Sommerflaute oder dann auch in der zweiten Jahreshälfte nochmal ändern. Schauen wir mal noch auf andere Anlageklassen. Gold ist so ein bisschen wieder nach oben geklettert, robbt sich wieder so an die 1800-Dollar-Marke ran. Ist das jetzt vielleicht interessant für Anleger? Gold zieht wieder an. Der Preis hatte ja von den fallenden Anleiherenditen in den USA profitiert, hatte zwischenzeitlich auch mal den starken Dollar wieder etwas ignoriert. Daran hat sich aber auch seit gestern wieder etwas geändert. Also das Paar Euro-Dollar hat ja das Jahrestief bei 1,17 unterschritten. Also mal schauen, ob der Dollar da vielleicht nicht doch ein zu starker Belastungsfaktor ist. Du hast gerade noch angesprochen, andere Anlageklassen. Da können wir vielleicht auch mal über den Bitcoin sprechen. Der läuft seitwärts zwischen 44.000 und 48.000 Dollar. Und da ist jetzt eben die Frage, kommt nochmal eine Korrektur oder verlassen wir die Range nach oben? Und bei den Rohstoffen, da sind es vor allem die Sorgen um China, die belasten. Der Kupferpreis ist beispielsweise seit dem Maihoch um 15% eingebrochen und kämpft jetzt an der Marke von 9.000 Dollar pro Tonne. Und auch die Ölsorte Brent hat so seine Schwierigkeiten und versucht, Unterstützung zu finden, nämlich am 61,8 Retracement, die Aufwärtsbewegung, die wir im März begonnen haben. Und dann sind da noch die Notenbanker, die im Fokus stehen. Zum einen die FED-Protokolle. Ja, da klingt es so, als ob man vielleicht auch in der kommenden Woche in Jackson Hole so ein bisschen was verkünden könnte. Wie haben denn die Märkte reagiert? Ja, also es ist die große Frage jetzt, wann die Ankündigung kommt mit dem Tapering. Also Jackson Hole wäre so das nächste Ereignis, wo so etwas passieren könnte, möglicherweise auch bei der September-Sitzung. Das, was wir jetzt gestern Abend gesehen haben beim FOMC-Sitzungsprotokoll, da haben wir gesehen, dass die meisten Mitglieder dann doch für ein Tapering sind in dieser Woche. Wir haben aber auch ganz andere Sachen gesehen, zum Beispiel in Neuseeland, da hat die Notenbank nämlich entgegen den Erwartungen keine Zinsanpassung vorgenommen. Das liegt daran, dass man mit der Delta-Variante zu kämpfen hat im Land. Es gab einen neuen Lockdown, aber ich gehe auch davon aus, dass diese hawkischen Pläne erstmal nur auf Eis gelegt worden sind, kurzfristig. Und möglicherweise könnten wir dann im Oktober bei der Sitzung eine Anpassung sehen. Zumindest das, was der Neuseeland-Dollar so gezeigt hat an Reaktionen, deutet schon zumindest darauf hin, dass die Anleger sich dann doch darauf vorbereiten, dass man hier eine straffere Geldpolitik zumindest in Angriff nimmt. Das hat natürlich verschiedene Gründe, anziehende Inflation und auch der neuseeländische Immobilienmarkt, der ist relativ heiß gelaufen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wie könnten Anleger sich jetzt in den nächsten Wochen aufstellen? Wir haben ja gesagt, es ist eigentlich eher eine schwächere Phase, aber trotzdem haben wir immer wieder Rekordstände gesehen. Kann man da irgendwie von profitieren? Ja, der DAX und auch andere europäische Indizes, die sind ja recht gut gelaufen in den letzten Wochen. Das kann man
zu einem gewissen Teil auch darauf zurückzuführen, dass wir in den Asien vor allem eine recht starke Seitwärtsphase gesehen haben, breite Range, auch mehr Verkaufsdruck bei vielen Einzeltiteln. Und wir sehen einfach, dass ja auch Geld von Asien aus den Entwicklungsländern auch wieder rübergeht nach Europa oder auch in den USA. Das ist zumindest eine Vermutung. Und auch der schwache Euro dürfte natürlich hier ein Argument gewesen sein für die europäischen Märkte oder auch eben auch für den DAX. Wenn wir jetzt aber nochmal über die Geldpolitik sprechen, wir hatten die schwächeren Daten aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen. Keine wirklich großen Neuigkeiten, was Fed-Chef Jerome Powell angeht. Und auch natürlich an der einen oder anderen Stelle eine Zentralbank, die vielleicht auch etwas vorsichtiger ist, was die Straffung der Geldpolitik angeht. Und vielleicht ist das nochmal ein Hinweis darauf, dass auch die Fed mit dem Richtungswechsel vielleicht nochmal etwas abwartet. Das wäre zumindest etwas unterstützend für die Aktienmärkte. Gut, wir werden nicht abwarten. Wir werden weiter über die Märkte sprechen, auch in der nächsten Woche wieder. Dankeschön, Max Winkel, Marktanalyst beim Broker XTB. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse hier von der Frankfurter Börse. Bleiben Sie gesund und munter.